1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt die Macht der Mütter. Und ich möchte gerne mit euch über Mütter reden. Vielleicht sogar mit der einen oder anderen Mutter gar selbst. Ich möchte gerne sprechen mit euch über dominante Mütter, über gewalttätige Mütter, über ignorante Mütter. Hier in dieser Sendung haben wir ja leider Gottes auch schon immer wieder von Fällen gehört, dass Mütter beispielsweise bei sexuellem Missbrauch zusehen oder wegschauen. Und dieses Verbrechen ignorieren. Ich möchte gerne reden mit euch über sehr krallige Mütter, die aus ihren Söhnen beispielsweise Muttersöhnchen machen. Und vielleicht auch können wir sprechen über Schwiegermütter. Also großes Thema, die Mütter, die Macht der Mütter. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht. Es werden heute wahrscheinlich viele Frauen anrufen. Ich sehe es hier schon auf meinem Bildschirm, was mich aber eigentlich wundert. Na egal, wir gucken mal. Birgit, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Birgit. Also das Thema ist ja gemacht, Herr Mutter. Ja. Und ich bin im Heim groß geworden, von 0 bis zum 7. Lebensjahr. Im Heim? Im Heim. Ja. Und da ging es mir eigentlich relativ gut. Mhm. Dann hat uns unsere Mutter rausgeholt, meine Schwester und mich. Ja. Und der dritte war immer schon zu Hause gewesen, also die Jüngste. Ja. Und dann kurze Frage zwischendurch. Wieso hat die Mutter euch überhaupt damals ins Heim gegeben? Ja, das ist so. Wir sind drei nicht-eheliche Kinder von drei verschiedenen Vätern in den 60er Jahren. Da kannst du dir vorstellen, war ein bisschen schwierig. Mhm. Gut, dann hat sie euch dann, als du 7 Jahre alt warst, aus dem Heim. Meine Schwester war 9. Mhm. Rausgeholt aus dem Heim. Ja. Zu sich nach Hause. Ja. Ja? Und dann? Ja, und dann fing eigentlich die Hölle an. Ja. Mhm. Also, ich weiß noch, da sind wir nach Hause gekommen und ich wollte das nicht. Mhm. Und ich wusste auch gar nicht, wer die Frau war. Hatte die Mutter dich denn schon mal im Heim vorher besucht? Das schon, ja, aber ich konnte das nicht einordnen, wer die Frau war. Ja, also deine Heimat war, dein Zuhause war das Heim, letztendlich. War das Kinderheim. Das Kinderheim, ja. Mhm. Und also ich bin bei den Nonnen groß geworden. Mhm. Ja, so, da sagst du, bin nach Hause gekommen mit 7 Jahren und da fing die Hölle an. Was war das für eine Hölle? Sag mal ein paar Beispiele. Die Hölle war wirklich massive Misshandlung, also verprügeln in derbster Weise. Mhm. Ich weiß noch, da mussten wir am nächsten Tag meine ältere Schwester, die auch im Heim war, und ich einkaufen. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Mhm. Und da haben wir was mitgenommen und nicht bezahlt. Ja. Und dann ich kann mich jetzt nur an mich selbst erinnern, habe ich Prügel bekommen, massive Prügel. Ja. Also fing es dann schon gut an, das zu Hause sein. Ne? Ja. Wie sehr hat deine Mutter dich verprügelt? Kann man sagen, misshandelt? Ging es so weit? Misshandelt, das war eine reine Misshandlung, ja. Ja? Sie hat dich schwer verletzt? Sie hat dich verletzt, sagen wir so. Also jetzt so körperlich, ja. Nee, die Seele. Die Seele. Mhm. Die Seele. Aber, also die hat mich auch an den Haaren wirklich herbeigezogen. Ja, aber sie hat dich körperlich, hat sie dir auch arg zugesetzt. Sie hat dich geschlagen. Ja. Heftig geschlagen? Heftig, ja. Ja. Heftig. Wie mit der Hand oder mit Stöcken oder mit was? Mit einem Holzbesen, wie heißt das so? Kehrbesen? Ja. Ja, das war, und oder ein Löffel, ja. Ja. Auf den Kopf, auf den Rücken? Überall, ja. Ja. Mhm. Ja. Und sie hat ja nochmal ein Gewicht gehabt, sie hatte Größe 58, also kannst du dir ungefähr vorstellen, was für ein Gewicht das war. Ja. Ja. Also hat sie, ja. Wie lange hast du bei deiner Mutter gelebt? Zu meinem 19. Lebensjahr. Bis zum 19. Lebensjahr. Ja. Was, wenn du jetzt, wenn man so ein etwas Besonderes hervorheben sollte, was würdest du sagen, was war das Schlimmste in dieser Zeit bei der Mutter? Das Schlimmste war die Demütigung, die sie vor den ganzen Leuten gemacht hat. Was meinst du damit? Also nicht diese Prügel, also nicht dieses Misshandeln, also ans Körperliche, sondern diese Demütigung, indem sie sagte, dass ich doof bin, dass sie mich auch, wir hatten früher einen Kohleofen. Und dann sollte ich die Ecken auslecken, da waren Leute dabei. Was, auslecken? Auslecken, ja. Wie bitte, die Ecken des Kohleofens auslecken? Ja, ja. Da waren die auch stolz drauf. Hm?
Also die Asche da rauslecken? Ich sollte die Ecken, also dahinter ist ja blanker Boden gewesen und da sollte ich die Ecken auslecken. Ach, die Ecken, ja. Die Ecke hinter dem Ofen? Hinter dem Ofen, ja, ja. Also auf dem Fußboden die Ecke? Ja. Da musste das Kind sich dahinter zwängen und mit der Zunge die Ecke aus. Ja, so weit hat sie das ja nicht kommen lassen. Nee, die hat nur gewartet, bis ich die Zunge rausgeholt habe und mich zum Boden gebeugt habe. Und dann hat sie gesagt, jetzt geh weg. Ach, und da waren also andere Leute dabei. Ja, ja, klar. Und die haben sich kaputt gelacht, ja, ja. Ja, das ist sehr demütigend für ein Kind. Das ist sehr demütigend. Abartig, ja. Oder? Warum hat deine Mutter dich überhaupt denn aus dem Heim wieder rausgeholt, wenn sie dich offensichtlich nicht geliebt hat? Ja, nee. Sie muss mich wohl geliebt haben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist auch im Kinderheim groß geworden. Ihre Mutter hat sie mit 3 Jahren im Krankenhaus geschickt und hat sie nicht mehr rausgeholt. Ich weiß auch nicht, sie hatte auch immer eine Theorie gehabt, das mittlere Kind muss am meisten leiden. Daran hat sie sich auch gehalten. Ja, eine tolle Grundlage für eine Liebe. Ja, super. Aber dennoch mal die Frage, warum hat sie dich rausgeholt? Aus dem Heim. Später hat sie auch gesagt, das hat sie bereut. Super, das hat sie zu dir gesagt. Ja, sie hat es bereut, dass sie dich aus dem Heim geholt hat. Ja. Lebt deine Mutter noch? Nee, die ist tot. Die ist schon 9 Jahre tot. Wie war das Verhältnis, als du dann aus dem also die Mutter lebt allein, da gab es keinen Mann? Nein. Als du dann aus der Wohnung der Mutter mit 19 Jahren rausgekommen bist, wie war das Verhältnis danach? Habt ihr miteinander verkehrt? Ja. Also der Grund war, warum ich ausgezogen bin, die war mal wieder betrunken. Ach, war sie Alkoholikerin? Nee. Sie hatte so immer einmal im Monat so eine Phase, ein bisschen viel trinken und dann hat sie angefangen, mich zu terrorisieren. Ja. Und dann habe ich mit 19 gesagt, also an dem Tag habe ich gesagt, jetzt Feierabend und am nächsten Tag bin ich direkt ausgezogen. Wie eng war der Kontakt dann danach? Also ich bin jeden Tag dahin gefahren, sie war ja auch schwer herzkrank. Ja. Und also das ist ja interessant, da wird man so getriezt, so gedemütigt und dann fährt man doch wieder jeden Tag hin. Wie kommt das? Die Abhängigkeit vielleicht von der... Gab es denn mal irgendwann eine Auseinandersetzung, dass du deiner Mutter all das vorgeworfen hast, was sie... Nee. Bereust du das heute, dass du das versäumt hast? Nee, die hätte auch zugemacht, also die hätte voll zugemacht. In all den Jahren von deinem 7. bis zu deinem 19. Lebensjahr, wo du da in der Wohnung deiner Mutter warst und wo diese schlimmen Dinge passiert sind, wie waren deine Gefühle für die Mutter damals? Ja, also als Kind habe ich sie gehasst. Habe ich ihr den Tod gewünscht. Also habe ich sie wirklich massiv gehasst. Und dann später wurde das anders, nach meinem 16. Lebensjahr. Also mit 16 hatte sie mich noch massiv geprügelt. Ja. Und dann habe ich sie gepackt, in die Ecke gedrückt und habe gesagt, wenn du das noch einmal machst, bringe ich dich um. Ah ja. Und dann habe ich auch ihre Angst gesehen. Ah ja. Da habe ich mich sogar selbst davor erschrocken. Also, dann seit deinem 16. Lebensjahr hat sie dich dann körperlich in Ruhe gelassen? Ja. Und auch nicht mehr so gedemütigt, psychologisch? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich hast du ihr da eine Grenze gezeigt. Genau. Wenn du heute, nun ist deine Mutter 9 Jahre tot, wenn du heute sie in Erinnerung rufst und an all das so denkst, wie ist dein Gefühl heute zu ihr? Nichts. Absolut nichts. Also weder ein Gefühl der Hingezogenheit noch ein Gefühl des Hasses, gar nichts, neutral. Ja, Hass, also ich könnte das schon dafür noch rechtfertigen. Also ich habe schon Bock darauf, das nochmal mit ihr durchzumachen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich träume noch von ihr, dass sie lebt. Also nicht, dass sie tot ist. Das heißt, dass sich das sehr noch beschäftigt, ne? Wenn sie in den Träumen immer noch ist. Ja, irgendwas muss es ja sein. Ja. Ich bin auch in einer Hinsicht nicht auch froh, dass sie tot bin. Also seitdem öffne ich mich auch total. Birgit, das war deine Erinnerung, deine Mutter, die auch nicht so eine tolle Erinnerung ist. Das ist aber auch entsprechend unserem Thema, die Macht der Mütter. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Jo, danke. Auf Wiederhören. Hier ist Tina. Tina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Tina. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Die Macht der Mütter heißt unser Thema. Ja, genau. Ich hatte eigentlich noch nie so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Aber meine Eltern sind Zeugen Jehovas. Und mein Vater ist eigentlich nicht so extrem wie meine Mutter. Meine Mutter ist eigentlich
ziemlich extrem und ja, ziemlich fanatisch, kann man sagen. Was heißt extrem und was heißt fanatisch? Sag mal so ein paar Beispiele aus deinem Leben. Ja, für meine Mutter gab es nie irgendwas anderes. Sie hat sich immer nur damit beschäftigt. Das war soweit, also sie hat mich kontrolliert, wo sie nur konnte. Ich bin ja jetzt 23 und habe mit 18 geheiratet. Ich musste nicht, aber ich wollte eigentlich mehr oder weniger von zu Hause raus, weil bei uns war es halt auch so, es gab keinen Sex vor der Ehe. Wir durften uns nicht mit andersgläubigen Leuten treffen oder also nicht mal treffen. Nee, ich durfte auch nicht mit auf Klassenfahrten oder solche Sachen. Ja. Hast du dann jemanden aus der Gemeinde der Zeugen Jehovas geheiratet? Ja, habe ich. Freiwillig? Ja, mehr oder weniger freiwillig. Bist du heute mit dem Mann noch zusammen? Nee. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Der hat ziemlich dumme Sachen gemacht. Der ist fremdgegangen, hat sich Kinderpornos aus dem Internet geholt und solche Geschichten. Wenn man so Zeugen Jehovas hört und wenn man dann auch erzählt bekommt, dass das sehr rigide alles war, stellt man sich wirklich keine schöne Kindheit vor. Nee. Ne? Dass man ganz starr herangenommen wird. Was wirfst du deiner Mutter vor? Ich werfe meiner Mutter heute vor, also ich bin vor 2 Jahren über 300 Kilometer weggezogen von meinen Eltern, weil mich meine Mutter aufs Massivste kontrolliert hat. Ich habe dann einen Freund kennengelernt, mit dem ich zusammengekommen bin. Ich habe mich dann heimlich in meiner Wohnung mit ihm getroffen. Meine Mutter ist dann bei uns im Block gefahren, um zu sehen, ob sein Auto da steht oder hat mich... Da warst du schon wie alt? Da war ich dann schon 21. Und ja, dann habe ich das nicht mehr ausgehalten und bin dann über 300 Kilometer weggezogen. Ja. Mit meinem Freund zusammen, ja. Bin dann auch mit ihm zusammengezogen, habe dann auch bin dann ausgetreten aus dieser Religionsgemeinschaft. Und ich gehe nochmal zurück auf die Frage. Die Frage war, was wirfst du ihr am stärksten vor? Was ist das Schlimmste, was sie dir angetan hat? Ja, das ist, ich diskutiere öfter mit ihr, wenn ich die Gelegenheit denn habe. Und sie hat mir Weihnachten gesagt, dass ich eigentlich schon so gut wie tot für sie bin, weil ich ja wüsste, dass das, was ich mache, verkehrt ist. Was eine schlimme Aussage ist, wenn eine Mutter einem das sagt. Ja. Und wahrscheinlich sehr, sehr schmerzlich und sehr traurig alles. Ja. Hat sie die eigentlich geschlagen als Kind? Das weniger, das war eher mein Vater. Also die Zeugen Jehovas schlagen ihre Kinder, ne? Das ist da gestattet. Ja, das ist da schon gestattet, obwohl das nach außen hin immer gesagt wird, das würde nicht so stimmen. Aber das ist schon so. Ja, du hast gerade angedeutet, dein Vater war ein bisschen, obwohl er dich geschlagen hat, aber irgendwie ein bisschen liberaler als deine Mutter. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch heute netter. Mit ihm kann man eher schon mal reden. Meine Mutter ist total fanatisch, die macht total zu, blockt total ab. Also ich kann überhaupt nicht mit ihr reden. Und wenn ich ihr sage, dass ich mir einfach nur wünsche, dass wir ein gutes Verhältnis zueinander haben und das Ganze mit der Religion oder wie auch immer außen vor lassen, dann kann sie das absolut nicht verstehen. Wenn deine Mutter oder wenn die Mutter Weihnachten so etwas zu einem sagt, im Prinzip bist du tot. Du bist schon tot, weil du so sündig lebst, ne? So meint sie das ja wahrscheinlich. Ja. Wie hast du denn darauf reagiert? Du warst bei deinen Eltern zu Hause vermutlich. Ja. Und dann sagt die Mutter das. Wie reagiert man darauf? Ja, ich war zuerst mal natürlich geschockt und habe dann gesagt, dass das ja wohl sie nicht bestimmen kann. Wenn überhaupt, dann macht Gott das. Aber daraufhin hat sie mir dann eben geantwortet, dass das, was ich tue, ja wohl schon Urteil genug wäre für mich. Das heißt, ich wüsste das ja eigentlich und wenn ich das nicht ändern würde, dann... Also massive Gehirnwäsche, ne? Ja. Wenn du das nicht ändern würdest, dann, was dann? Hölle, oder was? Ja, eine ewige Vernichtung. Ewige Vernichtung, da ist die Hölle wahrscheinlich noch Zuckerschlecken gegen. Das ist Psychoterror, ne? Ja, das kann man sagen. Das hat auch überhaupt gar nichts mit christlichen Gedanken zu tun. Nee, ist es... Es hat überhaupt nichts mit Nächstenliebe und... all dem, was man in der Bibel lesen kann, zu tun. Nichts, ne? Ja, aber wenn man ihr das sagt, dann versteht sie das nicht. Es ist brutale Gewalt, ne? Kann man sagen. Ja. Hat das jetzt dazu geführt, auch nach diesem Auftritt von ihr dann Weihnachten, dass du innerlich noch mehr auf Distanz zu ihr gegangen bist? Ja, natürlich. Aber es tut mir immer noch weh, dass sie mich nicht anruft, dass sie will im Prinzip gar keinen Kontakt oder sie sagt dann zu mir, sie hat nicht die Kraft innerlich dazu, Kontakt zu mir zu haben. Aber wenn du dann anrufst, dann spricht sie schon mit dir.
Ja, aber es ist distanziert. Also ich war kurz danach nochmal bei meinem Bruder gewesen und dann war ich auch bei ihr gewesen und wir sind spazieren gegangen und sie ist neben mir hergelaufen wie eine Fremde. Also wir haben uns übers Wetter unterhalten und das war's. Mhm. Aber du, höre ich so raus, du versuchst immer wieder doch noch Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, ich versuche es, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Also ich habe jetzt über meine Tante erfahren, dass sie dann gesagt hat, ja, Tina meldet sich ja nur nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie genau weiß, dass das verkehrt ist, was sie tut. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil mir geht es das erste Mal in meinem Leben wirklich gut. Aber dann verstehe ich nicht, warum du dich bei ihr dann meldest, um ihr zu zeigen, dass du kein schlechtes Gewissen hast, oder was? Ja. Ach, das ist zu um die Ecke gedacht. Ich finde, dass du da härter rangehen musst. Ja? Ja, finde ich schon. Wenn eine Mutter so mit ihrer Tochter verfährt, wie du es gerade beschrieben hast, und du hast uns sicher nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem erzählt, was du hinter dir hast, dann hat sie es verdammt nochmal auch verdient, dass die Tochter sich von ihr abwendet. Bis sie kapiert, dass sie der Tochter ihr eigenes Leben lassen muss und auch ihren eigenen Glauben und ihre eigene Entscheidung. Ja, das ist ja mein Problem. Sie wird das nicht verstehen. Ja, dann versteht sie es nicht. Aber ich meine, das ist natürlich sehr hart zu sagen, auch aus Außenstellen. Gib deine Mutter auf, das ist mir schon klar. Aber das führt ja zu nichts. Das ist ja eine permanent, du setzt dich ja einer permanenten Verletzung aus. Ja. Die Mutter weicht ja nicht, wie du sie jetzt geschildert hast, weicht ja nicht einen Millimeter zurück, ne, von ihrer Haltung. Überhaupt nicht. Ne? Nee. Sie wird nicht milder, sie wird nicht weiser, sie wird nicht einsichtiger, gar nichts. Ne? Nee. Das finde ich, tut dir und deiner Seele auch nicht gut, sich dessen immer auszusetzen. Ja, ich merke es selber. Also ich merke es eigentlich, solange ich nichts von ihr höre und nichts von ihr sehe, geht es mir eigentlich relativ gut. Mhm. Nur ich fange dann natürlich teilweise natürlich wieder an, von ihr zu träumen oder irgendwie sonst, wenn ich irgendwie sonst was von ihr mitkriege, dann geht es mir wieder schlecht. Also ich fange an zu zittern. Ja, ich, das ist ein Trauma, das diese Frau bei dir und in dir verursacht hat. Ja. Du hast gerade von einem Bruder gesprochen. Wie alt ist der? Mein großer Bruder, der ist jetzt 30 geworden. Hat der auch den Absprung geschafft oder hängt er mit immer noch in der Szene drin? Nee, der ist auch nicht mehr dabei und der wird aber genauso behandelt, nur der wohnt noch im gleichen Ort wie meine Eltern. Der hat es also noch ein bisschen schwerer. Aber der hat sich mehr distanziert, also das ist... Ja. Vielleicht ist das wirklich auch zumindest, dass du erstmal so für dich zu dir kommst und dich richtig auch... Ja, fängst, ist das bestimmt der richtige Weg, radikaler abzuschneiden. Gibt es denn noch ein anderes Geschwister? Nee. Ja, ich habe 3 Brüder insgesamt, also einen großen und 2 kleine Brüder. Und die sind noch in der Gemeinde drin, oder? Die wohnen noch bei meinen Eltern, aber die wollen damit auch nichts zu tun haben. Ja, das ist ja erstaunlich, dass dann alle Kinder sich auch von dieser Ideologie abwenden. Das muss für sie ja natürlich auch eine riesen Niederlage sein. Und eine große Schmach, auch bei ihren Leuten. Ne? Dass alle Kinder quasi von der Stange gehen. Ich finde das immer so, ich habe immer so hohen Respekt vor Leuten deiner Situation, somit auch vor dir, wenn man in so einer Gehirnwäsche aufwächst, dass man es dann schafft, eigenständig zu sagen, nein, ich will das nicht, und löst sich davon los und bricht dann mit etwas, was einem jahrelang verkauft worden ist, als das Nonplusultra. Ja, ich hatte dadurch aber auch echte Probleme. Also ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ich nicht so weit weggezogen wäre. Mhm. Also ist das schon mal ein ganz guter Kniff, ein ganz guter Trick, ne? Weit wegzuziehen. Und am Anfang war es immer noch so schwer für mich, dass ich wirklich am Anfang immer noch gedacht habe, oh, ist das nicht doch verkehrt, was ich jetzt mache? Und aber ich meine, das ist klar, wenn man damit aufwächst und wirklich das sein Leben lang eingetrichtert kriegt. Also ich finde, dass du da auf dem richtigen Wege bist und ich würde nach meiner Meinung nach würde ich dich gerne ermutigen wollen, da noch weiter auf Distanz zu gehen und ruhig mal die Kontakte ganz zu unterbrechen. Mhm. Ich glaube, dass das für dich gut ist und für deine Entwicklung. Mhm. Tina, gut, alles, das mal von einem Außenstehenden zu hören. Ja, ich glaube, das ist richtig so. Ich glaube es. Ich bin eigentlich sogar wirklich davon überzeugt. Mhm. Alles Gute, Tina. Danke. Auf Wiederhören. Dir auch. Dankeschön. So, meine Lieben, heute heißt unser Thema die Macht der Mütter und ich möchte mich gerne mit euch, so wie wir es gerade auch schon gemacht haben, über Mütter unterhalten, über gewalttätige Mütter, über dominante Mütter, über ignorante Mütter, vielleicht auch über Schwiegermütter. Ich bin gespannt, was Barbara hier zu erzählen hat. Barbara ist 55 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also das ist für mich jetzt fast unwirklich, dass ich jetzt mit dir spreche. Ich habe die Sendung schon so oft gesehen und ich habe auch schon mal vor vielen Jahren angerufen. Da ging es um das Thema Satanskult. Ja. Damals hatte ich keinen Mut, meine Telefonnummer anzugeben. Diesmal habe ich es gemacht. Na, umso besser. Ja. Umso schöner. Und jetzt haben wir beide uns und wir können uns unterhalten. Ich bin auch einige Jahre weiter inzwischen. Zwar weiter in dem Sinne, dass ich ja seit vielen Jahren Therapie mache. Ja.
Und die Macht der Mütter, das klingt erstmal so ganz, ja, theoretisch. Ja, so theoretisch ist das, glaube ich, gar nicht. Nee. Mhm. Und ich muss sagen, die Frau, die vorher mit dir gesprochen hat, da habe ich jetzt unheimlich viele Parallelen entdeckt. Also, um es ganz kurz, aber sehr krass auszudrücken, ich bin von null an in eine Familie hineingeboren worden, wo es einen Satanskult gab und von meiner Mutters Seite her einen Kult, der was mit Freimaurertum zu tun hatte, aber im gewalttätigsten Sinne. Wobei die Freimaurer ja eigentlich eine sehr liberale Strömung sind. Ja, aber alles gibt es ja auch im Negativen, das ist ja auch wie im kirchlichen Bereich. Ja, und ja. So war das eben dort. In meiner Familie war es zu beiden Seiten sehr gewalttätig. Und mich hat das im Laufe dieser Aufarbeitung in der Therapie, das hat für mich viele, viele Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass tatsächlich meine Mutter die weitaus größere Macht gehabt hat als mein Vater, der körperlich viel kräftiger war. Aber meine Mutter, beide Eltern waren Alkoholiker. Und meine Mutter, die also wirklich es geschafft hat mit den Gefühlen auch meines Vaters, das sagt ja auch meine Vorrednerin. Das ist ja oft so, ne? Dass die Mutter, die im ersten Moment schwächer wirken und auch gezielt so diese Frauenrolle spielen, der Schwächeren, aber viel mehr Macht ausüben als dann vielleicht auch der kräftige Vater. Jetzt erzähl doch mal, das habe ich ja so auch noch nie gehört. Ja. Du bist 55 und bist damals in der Zeit schon, heute hört man das ja öfters, dass es solche Kulte gibt, so eine Satans-Sekte quasi reingeboren. Ja, so ist es. Und das ist also ganz extrem gewesen. Erzähle mal ein paar Beispiele, wie das gelebt wurde, wie dieser Satanskult in eurer Familie gelebt wurde. An was erinnerst du dich? Das ist wirklich sehr extrem und sehr kriminell. Dir ist sicher der Fall Dutroux bekannt aus Belgien. Ja. Und wenn ich das heute höre, dass gesagt wird, also das hat man noch nie gehört, dann sage ich mal jetzt ganz, ganz, kann ich darüber lachen, weil ich erinnere viele, viele grausamste, furchtbarste Dinge, die halt damals passiert sind. Und das ist also auch nicht nur in Deutschland gewesen, das ist Umfeld, Holland, Belgien. Mhm. Erzähl mal, was in deiner Familie besonders auch mit dir passiert ist. Mit mir. Ich bin also als Kind in diesen Kult eingeführt worden. Ich bin auch beteiligt worden an einer Ermordung einer Frau. Also es klingt ganz grausam jetzt. Ich denke selber, dass ich das überhaupt erzähle, aber ich vertraue darauf, dass die Telefonnummer auch geheim bleibt. Es sind ganz schreckliche Sachen passiert und mein Vater ist also auch von Kind an mit Sicherheit schon in diesem Kult gewesen, denn ich habe von Anfang an erlebt, wie Kinder misshandelt wurden, wie sie gequält wurden, wie ihnen anerzogen wurde, keine Gefühle zu haben. Das ist ja zu viel, was du erzählst. Ja, du warst mit beteiligt oder anwesend bei der Ermordung einer Frau? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 3 Jahre. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich habe gewisse Bilder immer gehabt, nur ich habe sie nie verstanden. Warum wird mir da schlecht? Warum geht es mir da schlecht? Und ich habe im Alter von 19 Jahren meinen Mann kennengelernt. Stopp mal eben. Ich muss entschuldigen, wenn ich immer unterbreche, weil ich glaube, das ist so viel, was du zu erzählen hast und dann versteht man es besser, wenn ich so nachfrage. Ja. Du hast vage Erinnerungen, dass du anwesend warst als 3-jähriges Kind, als ein anderer Mensch ermordet wurde. Ja, auf jeden Fall. War das ein ritueller Mord, ein Opfer? Ja. Auf jeden Fall. Und es ist in einer ganz bestimmten Art und Weise geschehen. Wie? Das kann ich kaum erzählen, ohne dass es mir wirklich schlecht wird. Ich sage das mal anders. Ich habe Zeit meines Lebens, zumindest seitdem, wo ich verheiratet war, Angst gehabt, dass ich Brustkrebs bekomme. Und ich hatte unter dem Thema Brustkrebs immer eine ganz bestimmte Vorstellung. Nämlich, dass ich meine Brust verliere. Das heißt, und dieser Frau damals hat man die Brust abgeschnitten? So ist es. Und das habe ich... In Anwesenheit von anderen Sektenmitgliedern, wie man das auch aus dem Fernsehen, in Filmen kennt, aus dem richtig, Altar. Richtig. Und dieses kleine Kind, dieses kleine Mädchen Barbara, war anwesend. Richtig. Hast du Erinnerungen, ob diese Frau geschrien hat? Ich denke, die war unter Drogen. Alles, was ich in Erinnerung habe, hat was mehr mit Stöhnen zu tun als Schreien. So, das war ein Mord. Das ist dann zu einem Mord. Weißt du, ob das je aufgeklärt worden ist? Nein, niemals. Niemals. Und das, was man heute auch immer wieder hört und was man in manchen Filmen sieht, dass dann Persönlichkeiten beteiligt sind, die, das kann man kaum glauben, Polizisten, Ärzte das alles war so. Und das ist auch heute noch so. Bist du denn, nun liegt dieser Fall über 50 Jahre zurück, bist du auch sexuell missbraucht worden? Ja, absolut. Das gehört von Anfang an dazu. Das gehört dazu? Ja. Bist du von anderen Sektenmitgliedern oder von deinem Vater? Auch von den Eltern, von Vater, von Mutter, von allen möglichen. Und das ist unfassbar.
Ja, das, also es ist wirklich, ich habe nach außen unheimlich tough gewirkt, eine ganz starke Frau, und ich bin jetzt fast 37 Jahre verheiratet. Mein Mann hat mich immer sehr stark erlebt. Auf der anderen Seite hat er erlebt, dass ich plötzlich Zusammenbrüche bekam und nur noch Beruhigungspillen haben musste. Und Barbara, erst, ja. Wie lange hast du in dieser Familie gelebt? Also ich habe in dieser Familie gelebt bis zum Alter von 6 Jahren. Dann wurden die Eltern geschieden, weil es dort unaufhaltsame Zustände gab, wodurch Gefahr bestand, dass das Ganze auflog. Bist du dann ganz getrennt worden von den Eltern oder gab es hinterher eine Rückführung? Nur vom Vater. Ach so, du bist bei der Mutter geblieben. Genau. Aber die Mutter war ja genauso schlimm oder noch schlimmer vielleicht. Was ist das Schlimmste, was deine Mutter, die in dieser Satans-Sekte aktiv war, bis zu ihrem Ende, ist das so? Was hat diese Mutter dir, was ist das Schlimmste, was sie dir angetan hat? Also für mich ist das Schlimmste gewesen, das weiß ich erst heute wirklich, weil man macht alles weg, was man nicht ertragen kann. Es ist ja weitergegangen, als die Eltern auseinander waren. Da hat meine Mutter mich an Menschen verkauft, um existieren zu können. Und für mich ist das Schlimmste, dass eine Frau, ich bin selbst Mutter geworden, eine Frau imstande ist, tatsächlich alles Schützende, alles, was man eigentlich spontan hat, wenn man ein kleines Lebewesen hat, alles in sich abzutöten und einem Kind sowas anzutun. Das ist für mich das Schlimmste. Jetzt können wir. Ja. Aber wirklich, glaube ich, auch nur hauchdünn erahnen, was du erlitten hast. Ja, das erahne ich manchmal selbst nur hauchdünn. Ja. Jetzt frage ich mich, wenn ein Mensch so etwas mitgemacht hat, und ein kleines Kind so etwas mitgemacht hat, kann man dann überhaupt noch normal leben? Oder macht man so dicht und verdrängt das so sehr? Also ich bin ein Mensch gewesen, der, das kann ich auch heute erst nach vielen Jahren Therapie sagen, der für alles Verständnis hatte. Der, ich sag mal, wenn unser Kater eine Maus gefangen hatte, dann habe ich ihm die Maus aus der Schnauze entrissen, habe mich 3 Stunden, und das ist jetzt wirklich so gewesen, auf die Terrasse gesetzt und habe neben dieser Maus geweint, bis sie ihren letzten Atemzug getan hat. Und das verstehe ich heute. Ich habe es nicht aushalten können, wenn es Menschen schlecht ging. Oder wenn es Lebewesen schlecht ging, so wie der Maus. Ja. Ich habe ohne Ende Angstzustände gehabt. Ich habe Beruhigungsspritzen und Pillen ohne Ende bekommen. Wann ist die Mutter gestorben? Meine Mutter ist gestorben vor etwa 7 Jahren. Wie lange hast du bei ihr gelebt? Also ich habe bei ihr gelebt, bis ich meinen Mann kennenlernte, da war ich 19. Und was die junge Frau vorher gerade gesagt hat, dass sie also noch heute, wenn sie dran denkt, zittern, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in die Gefühle, die ich hatte. Hast du dich mit deiner Mutter irgendwann auseinandergesetzt? Nein, ich habe einmal, bevor ich den Kontakt endgültig zu ihr abgebrochen habe, habe ich sie angerufen und dieser Anruf hat sie übertölpelt. Wenn ich ihr vorher gesagt hätte, ich werde dich besuchen, um dir etwas zu sagen, dann wäre sie sicher vorbereitet gewesen. Ich habe sie damals angerufen und habe ihr gesagt, ich will dir sagen, woran ich mich erinnere, und habe 2, 3 Details gesagt. Und meine Mutter war so geschockt am Telefon, dass sie sagte, dass du das noch weißt. Gab es für dich eine Überlegung, als du aus dem Haus dann raus warst, die Mutter anzuzeigen? Also als ich aus dem Haus raus war, da war es mir nur schlecht und es ging mir nur elend, viele, viele Jahre. Ich bin erst angefangen aufzuarbeiten, nachdem ich selbst sehr, sehr krank geworden bin. Ach so. Und dann ist die Mutter wahrscheinlich irgendwann auch gestorben. Und meine Mutter, also ich habe, denke ich, auch ganz viel Angst gehabt, sie damit zu konfrontieren. Erst heute bin ich so weit, und beide Eltern sind inzwischen tot, erst heute bin ich so weit, dass ich überhaupt keine Angst mehr hätte, sie damit zu konfrontieren. Gehst du zum Grab deiner Eltern? Nein, das würde ich nicht machen. Ich würde dorthin gehen wollen, um ihnen, sag ich mal, ein paar Pfeile in die Erde zu schießen, wo vielleicht ein Brief dran stünde. Und dann denke ich mir, das muss nicht sein. Denn ich weiß heute nach vielen, vielen Jahren auch, dass meine Eltern beide eine ganz, ganz schlimme Kindheit gehabt haben müssen, weil sie so grausam waren. Das heißt, du denkst, das ist ja schon ein sehr, sehr... ein sehr menschliches Denken, dass du sagst, sie sind auch Opfer gewesen. Ja, auf jeden Fall. Man hat sie so gemacht. Auf jeden Fall. Das heißt, du empfindest gar keinen Hass heute? Nicht mehr. Ich habe Zeiten gehabt, da war das so. Aber ich habe auch immer gespürt, dass ich sie geliebt habe. Und vor allem meine Mutter wollte ich immer lieben. Bei meinem Vater war das leichter, weil er sehr ambivalent war. Meine Mutter, da habe ich das nicht geschafft. Nun hast du gerade gesagt, dass du viele Jahre Therapie hinter dir hast. Du bist heute, ich sagte es vorhin schon, 55 Jahre. Ja. Hast du das Gefühl, dass du jetzt ein einigermaßen schönes und gutes Leben führst? Ja, das schon. Also heute, auch wenn ich von diesen Sachen, gerade nachts, wenn ich schlafen will, werde ich davon überwältigt. Und das ist schlimm. Aber ich habe, diese Therapie hat sich so gelohnt. Ich führe heute ein
so gutes Leben, ja, wie ich, sag ich mal, 40 Jahre meines Lebens es nicht gehabt habe. Aber das ist doch eine tolle Aussage. Ja. Das ist doch wunderschön. Finde ich auch. Nach und nach, wenn man diese Hölle durchschritten hat, dass man dann so etwas sagt. Das ist wahr, ja. Weißt du, aber manchmal bin ich sehr traurig, wenn ich mit Menschen rede. Ich spüre, dass ich ihnen nicht gerecht werde, weil die Geschichte, die sie erzählen, so umfangreich ist. Mhm. Ich stehe natürlich in einem gewissen Zeitrahmen hier. Ja. So ein Gefühl habe ich bei dir jetzt auch. Ich glaube, dass wir uns ganz lange unterhalten könnten und du ganz viele Dinge erzählen würdest, die interessant und zugleich aber auch erschütternd sind. Ja. Dennoch habe ich mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich auch. Und freue mich vor allen Dingen, dass über deinen letzten Satz vorhin, dass es dir so richtig gut geht und dass die Therapie gut gewirkt hat, nach dem Grauen, was du durchgemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Schönen Gruß an deine Familie. Danke. Und danke für das Gespräch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Macht der Mütter, unser Thema. Heute Nacht und jetzt schon mal der Hinweis, dass wir morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich, nicht, dass ihr denkt, Weiberfasnacht, der Domian kippt sich die Birne zu, nee, wir sind aber im Radio zu hören, auch live, aber nicht im Fernsehen morgen. So, Marlies, 46 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marlies. Ich freue mich ja, dass ich auch mal durchgekommen bin. Ja, und zwar habe ich eine sehr dominante Mutter. Ja. Und diese lebt noch. Ja. Ich bin aufgrund ihrer Dominanz vor 15 Jahren ganz weit weggezogen, wie eben auch meine Vorrednerin schon sagte. Wie viele Kilometer? Und zwar 800 Kilometer. 800 Kilometer, von Brandenburg nach Nordrhein-Westfalen. Ja, ja. Ja, und ich habe ein Problem. Ich liebe meinen Vater sehr. Und das ist... Du vermisst ihn, du würdest gerne mit ihm Kontakt haben, aber die Mutter schreckt dich ab. Wie soll ich sagen, ich habe den Kontakt 94, 95 schon einmal abgebrochen. Mhm. Und zwar ging es da um meine Tochter. Ich muss dazu sagen, ich bin 88 verwitwet, habe zwei Kinder. Mhm. Und als mein Mann noch lebte, hat er mir so den Rücken gestärkt. Mhm. Aber als er dann nicht mehr da war, dann hat sie mir ständig vorgeschrieben, was ich zu tun und zu lassen. So, jetzt, damit wir mal ein Bild von deiner Mutter kriegen. Du sagst, das ist eine so dominante Frau, vor der du sogar 800 Kilometer geflohen bist. Da muss es ja schon schlimm zugehen. Ja, sag mal so ein paar Beispiele, damit man sich das vorstellen kann, wie die Frau dich behandelt und wie dominant sie ist, was sie tut. Ja, ich bin zum Beispiel von drei Kindern das einzigste Mädchen. Mhm. Mein ältester Bruder ist verstorben an Diabetes. Mhm. Der war mehr oder weniger immer ihr Sorgenkind. Insofern hatte er Zuwendung von ihr. Mhm. Und dann hatte ich noch einen Halbbruder, der lebt heute noch in Berlin. Mhm. Und Jetzt sag mal so, sag mal ein paar Beispiele ihrer Dominanz. Ihrer Dominanz, sie hat im Grunde genommen mir vorgeschrieben, was ich zu tun und zu lassen habe. In jeglichem? In meiner Ehe. In der Ehe sogar? Zum Beispiel. Mhm. Was genau? Was hat sie dir da vorgeschrieben in der Ehe? Sie sagte, dass ich eben meinen Mann nicht heiraten darf. Warum? Da er sich wahrscheinlich ins gemachte Nest setzt. Mhm. Ich habe damals schon eine Wohnung gehabt. Da warst du wie alt? 23. Und sie hat gesagt, den heiratest du nicht. Ja, dann habe ich... Was hat sie noch verlangt von dir? Ich war dann mit meinem Sohn schwanger und hatte ja meine Tochter schon. Und das war ihr nicht der richtige Zeitpunkt. Den sollte ich nach Möglichkeit nicht bekommen. Habe aber doch durchgesetzt. Das heißt, sie wollte, dass du abtreibst. Ja. Das muss man ja mal so aussprechen, das ist ja unglaublich. Ne? Wenn die Mutter, warum war das nicht der richtige Zeitpunkt? Sie sagte, es ist zu schnell hintereinander. Meine Tochter war damals anderthalb. Ach so, einfach so. Es gab gar keinen faktischen Grund. Und dann wollte die eigene Mutter die Tochter dazu bewegen, hier, nur weil ein bisschen was schöner wäre, wenn da zwei Jahre zwischen wären oder drei, abtreiben. Ja. Hast dich aber durchgesetzt. Hab mich durchgesetzt. Als mein Mann dann verstarb, 88, bin ich, wie gesagt... Hat sie dir da zur Seite gestanden, als der Mann verstorben ist? In der Trauer? Relativ sehr kurz, aber alles eben nach außen hin, der Leute wegen. Mhm. Das aber heißt also, ein wirkliches Mitgefühl war nicht zu spüren? Schon, aber eben alles nur so förmlich, so
Ja, ich muss mich kümmern, weil die Leute ja gucken, ja, also oder die Leute, damit ich eine gute Mutter abgebe. Mhm. Ich bin dann 1990 nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Mhm. Und dann ging es hier ungefähr so 94, 95 in Vorruhestand. Mein Vater war bereits im Vorruhestand. Und dann fiel die wahrscheinlich in ein tiefes Loch. Mhm. Dann hat sie quasi meine Kinder ständig besucht, wobei ich sagen muss, meine Tochter ist ihr erstes Enkelkind. Aber da warst du doch schon weg, ne? Aus ja, Brandenburg. Ja, ja. Und da kam sie nach Nordrhein-Westfalen zu Besuch? Ja, zu Besuch. Und jedes Mal, wenn sie fuhr, gab es Tränen. Sie hinterließ mich jedes Mal mit einem Schuldgefühl, ja, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn sie dann hier war, dann hat sie auch, also in Nordrhein-Westfalen war, dann hat sie auch da versucht, wieder in dein Leben reinzufrischen. Richtig. Lass uns doch nochmal in deine Kindheit gehen. Was hat sie dir da, ich sag mal, angetan durch ihre massive Art? Wie hat sie dich da behandelt? An meine Kindheit kann ich mich nur erinnern, dass ich so das fünfte Rad am Wagen war. Mhm. Ich war im Grunde genommen kein auffälliges Kind. Ich war gut in der Schule. Ich habe nur das Gefühl heute noch, dass sie sich sehr wenig um mich gekümmert hat. Ja, ja. Meine Mutter, kann ich sagen, hat nie irgendwie das Wort mal über die Lippen gebracht, ich hab dich lieb. Hat sie dich denn mal so, was ja eigentlich normal ist, hat sie dich mal in den Arm genommen, mit dem dich gestreichelt? Nein, im Gegenteil. Sie hat ihre Schwiegertochter viel mehr beachtet und Zuwendung geschenkt. Ich meine auch als Kind, als du kleines Mädchen war. Hat sie dich nicht mal gestreichelt oder mit dir gekuschelt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das habe ich ihr auch nur vorgehalten. Mhm. Das Problem ist nur, Domian, ich habe dann, als sie in Vorruhestand ging, dann sollte meine Tochter wieder zurückkommen und in Brandenburg ihr Abitur machen. Mhm. Dann ist meine Tochter daraufhin, es gab sehr viel Auseinandersetzung, psychisch krank geworden. Mhm. Und auf Anraten des Arztes habe ich dann den Kontakt abgebrochen. Zu der Mutter? Ja, daraus sind 10 Jahre geworden. Ach. 10 Jahre. Und seit 2 Jahren haben wir wieder Kontakt. Hast 10 Jahre keinen Kontakt mehr? Keinen Kontakt. Und ich habe sehr darunter gelitten, weil ich meinen Vater so sehr liebe. So, jetzt sind 10 Jahre, ist der Kontakt abgebrochen. Das könnte man ja erstmal so profan denken. Das war eine Lehre für Sie. War das eine Lehre? Ist sie jetzt anders? Nein. Ist es alles wie früher? Im Gegenteil. Ich habe im vergangenen Jahr ein Häuschen gekauft. Mhm. Und jetzt fängt das Gleiche wieder an, dass sie mein Leben bestimmt, indem sie hier Vorschriften macht. Das heißt, Einrichtung betrifft. Du hast ein Häuschen in Nordrhein-Westfalen gekauft. Ja. Und sie macht Probleme und dirigiert von Brandenburg aus. Sie räumt ihr zweites Zuhause ein. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, einmal 10 Jahre, jetzt nochmal 10 Jahre. Aber dein Gewissenskonflikt ist der Papa, ne? Der Vater. Mhm. Auf der einen Seite sage ich mir, mein Vater, ich liebe ihn so sehr und er geht ja nun auf die 70 zu. Wer weiß, wenn ich mich jetzt durchsetze und meinen Kopf durchsetze jetzt und das zu Hause einrichte, was ich möchte, dann vielleicht sehen wir uns dann nicht mehr. Ach so, halt. Das ist ja nun abgefahren. Das heißt, du erwägst tatsächlich dein Häuschen, was du dir gekauft hast, jetzt so einzurichten, wie deine Mutter das, die in Brandenburg wohnt, wie die das möchte, um des lieben Friedens willen, damit der Kontakt zum Vater bestehen bleibt. Ja, ich hatte vorige Woche mit meinem Vater gesprochen und mein Vater, der malert ein bisschen bei mir. Ja. Und nun habe ich so ein Gästezimmer zum Einräumen und nun habe ich meinem Vater gesteckt am Telefon, hör mal, ihr braucht jetzt nicht mehr auf Luftmatratzen schlafen, sondern ich habe jetzt ein schönes Zimmer gekauft. Mhm. Und wusste aber nicht, dass sie sich einem anderen Ende eingeklinkt hat, telefonisch, und mithörte. Und dann hörte ich nur so eine Absprache hintenrum und dann sagte mein Vater, stell's nicht auf, stell's erst dann auf, wenn wir kommen, ich mach das. Und da habe ich gesagt, nein, das stelle ich schon auf. Ne? Denn ich möchte ja, wenn ihr kommt... Also du hast jetzt Angst, dass die Mutter das nicht gut findet. Ja, er hat davor auch Angst. Sag mal, der Mann muss doch auch dann völlig unter den Pantoffeln von ihr stehen. Richtig. Ne? Das heißt, eigentlich ist das eine völlig arme Socke, dein Vater. Mein Vater ist eine arme Socke. Auf der anderen Seite sage ich mir, er steht auch nicht zu mir. Mhm. Ne? Auf der einen Seite sagt er hat Angst vor der Frau. Ja, er sagt sich im Geheimen, mit ihr muss ich leben. Mhm.
Ja, das sagt er sich ja das ganze Leben lang schon. Ja. Ne? Er hätte ja irgendwann auch gehen können. Richtig. Aber das ist dein Problem, finde ich, wirklich ein großes Problem. Wie sollst du dich verhalten? Ja. Der alte Mann wird sich jetzt nicht mehr verändern. Richtig. Ne? Bei dir ist schon eine Herzensverbindung zu dem Vater da. Ja, ja. Wenn du dich jetzt zu radikal der Mutter gegenüber zeigst, dann bricht sie den Kontakt ab. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ja, ist so richtig. Und insofern hast du auch keinen... Weiß sie das? Erpresst sie dich quasi auch damit? Wittert sie das, dass das so funktioniert? Ja, 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 sie weiß, dass ich an meinem Vater hänge. Und, hast du nicht einen richtigen Hass auf die? Um irgendwelche Dinge durchzubringen, schickt sie ihn vor. Mhm. Ne? Mhm. Oder sie redet also, mir jetzt ins Gewissen, wenn du dieses Zimmer aufgestellt hast, dann ist das eine Verletzung unserer Privatsphäre, weil sie ja auf den Luftmatratzen ihre Betten aufgeschlagen hat. Hammer, Marlies. Und dann Hammer. Fahren wir gleich wieder nach Hause und dann ist die Sache gegessen und uns erledigt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich weiß das auch nicht. Ich will dir ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht. Das ist ja ein Konflikt, der fast gar nicht zu lösen ist. Auf der einen Seite kriege ich jetzt schon eine Wut. Wenn du mir das erzählst, kriege ich schon eine erhebliche Wut. Ja. Geschweige denn, was du für eine Wut in dir haben wirst. Ja. Anders verstehe ich das natürlich, dass du deinen Papa nicht verlieren willst. Ich weiß es nicht, was man da macht. Dich da irgendwie durchzuschlängeln, wahrscheinlich musst du es irgendwie machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn die so radikal ist und dich sogar und so bösartig, dass sie dich damit sogar erpresst. Wie alt ist sie? Sie ist vorige Woche 66 geworden. Jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wünschst du manchmal, dass sie stirbt? Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kämpfe immer. Mein ganzes Leben lang besteht einfach nur daran, zu kämpfen, um dass ich meinen Vater sehe. Solange wie ich denken kann. Pass auf, Marlies, ich mache mal einen Vorschlag. Vielleicht haben wir einige Zuschauer und Zuhörer, die sowas Ähnliches auch erlebt haben schon oder erleben. Ich würde die Leute bitten, uns zu mailen oder vielleicht auch noch anzurufen, wie sie mit diesem Konfliktfall umgehen. Und dann könnten wir es an dich weitergeben. Oder vielleicht unterhalte ich mich noch mit einem Anrufer und der könnte dir auch noch einen Tipp geben, wie du dich da verhältst. Ja. Holen wir mal so ein bisschen Rat von den Zuschauern rein. Weil das finde ich wirklich sehr kompliziertes, sehr schlimmen Konflikt, in dem du stehst. Man sollte eigentlich meinen, dass man mit 46 sagen kann, das und das mache ich. Und ja, aber ich meine, irgendwann habe ich dann hier ein Zuhause, was mir überhaupt nicht zusagt. Ja, furchtbar. Und dafür arbeite furchtbar. Ich aber furchtbar. Und tue. Ne? So verbleiben wir. Du bleibst am Fernseher und am Radio und mal sehen, was jetzt noch reinkommt. Und wenn wir interessante Mails kriegen, die schicken wir dir zu. Okay? Okay. Alles Gute, Marlies. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de oder wenn ihr faxen wollt, bitte unter 0800 220 5051. Jetzt kommt der erste Mann heute Nacht. Das wundert mich, dass zu dem Thema so viele Frauen anrufen. Offensichtlich leiden sehr viele Frauen unter ihren Müttern, so wie wir es bisher gehört haben. Aber jetzt ist ein Mann hier und der heißt Heiko und ist 29. Hallo Heiko. Hallo Domian. Auch zum Thema die Macht der Mütter. Genau. Und erstmal ein ganz, ganz großes Lob an dich und an eure Sendung. Danke. Und ich finde es wunderbar, dass es dich gibt. Also wirklich. Sehr nett von dir. Danke. Aber wie gesagt, zum Thema zurück. Also meine Mutter hat mich damals, als ich 6 Jahre alt war, versucht umzubringen. Und zwar in einer Badewanne. Und dieser Versuch ist auch mehrfach vorgekommen und beim letzten Versuch, als es wirklich ganz, ganz dolle arg war, habe ich in der Badewanne gesessen. Ich kann mich danach immer noch, kann mich irgendwie immer noch so ein bisschen erinnern daran. Ja, mit 6 Jahren hat man ja. Jahre her. Ja, aber mit 6 Jahren hat man Erinnerungen. Habe ich noch Erinnerungen. Ja, ja. Mhm. Und da stand meine Urgroßmutter daneben, also meine Uroma, zu Lebzeiten. Mhm. Und meine Mutter hat mich versucht mit dem Kopf oder beziehungsweise hat mich mehrfach versucht, ins Wasser einzutauchen, ins Badewasser, als ich da in der Wanne gelegen habe. Ja, und die Urgroßmutter stand daneben? Die stand daneben, genau. Und das ist nachher zuletzt so weit ausgeartet, dass es wirklich akut wurde und ich eben, ja, wie soll ich sagen, ja, kurz und knapp
von der Schippe fast gesprungen wäre. Ich bin danach ins Klinikum gekommen, also ins Krankenhaus. Das ist unglaublich. Hat die Großmutter eingeschritten oder hat die... Ja, hat sie versucht, aber meine Urgroßmutter, ja, hat versucht, was sie konnte, aber meine Mutter, die war so im Rausch und die hat mich da so irgendwie untergetunkt und ich kenne es nur noch aus Erzählungen heraus. Wie oft hat sie das gemacht, versucht? Also ich kann mich erinnern, zweimal. Zweimal. So, dann ist es bei dem letzten Mal so schlimm gewesen, dass du dann in ein Krankenhaus gekommen bist. Genau, da war ich auch im Krankenhaus, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Und danach ging das auch irgendwie, das war damals zu DDR-Zeiten, da ging das auch nachher alles vor Gericht und das Sorgerecht ging nachher an meine Urgroßmutter über. Ja, das heißt, du bist dann von deiner Mutter weggenommen worden. Genau. Und genau, bist bei deiner Urgroßmutter dann auch aufgewachsen? Ja. Ja. Genau. Und hast deine Mutter nie mehr gesehen? Ja, doch schon, gesehen schon, aber ja, meine Mutter hatte sich auch so ein bisschen ins Studium vertieft und irgendwie so für mich keine Interessen weiter irgendwie entwickelt. Und hast du denn das damals, ich meine 6 Jahre, da hat man schon, nimmt man schon alles richtig wahr und hat auch Erinnerungen, aber dennoch kann man es ja nicht alles so richtig einordnen. War dir das als Kind schon klar, was für eine schlimme Sache sie gemacht hat? Überhaupt nicht. Und das Schlimme kommt ja auch noch. Meine Mutter, ich hatte ja Besuchsrecht, also meine Mutter hatte ja auch nachher, nachdem dieser Prozess war alles und auch die Sorgerechtsfrage geklärt war, durfte ich ja meine Mutter auch besuchen. Und als ich dann irgendwie mal bei meiner Mutter zu Besuch war, da war ich 7 Jahre alt, das war kurz vor meiner Einschulung, da hat mich eben meine Mutter versucht, mit dem Bügeleisen eben auch nochmal so ein bisschen... Aber was ist denn das? Na gut, das war DDR-Rechtsprechung. Ja. Wenn so etwas Schlimmes passiert ist, dass das Kind dann überhaupt noch zu der Mutter darf? Ja, das war zu DDR-Zeiten. Ich kenne die Prozessakten und ich habe das alles auch zu Hause in Kopie. Und wenn ich das heute lese, das ist unvorstellbar. Das kann man sich heutzutage ist das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Was war mit dieser deiner Mutter los? Warum hat sie dich so behandelt? Warum wollte sie dich umbringen? Keine Ahnung. Lebt sie heute noch? Sie lebt noch, ja. Hast du mit ihr darüber mal gesprochen? Nein. Hast du keine Chance. Sie möchte keinen Kontakt zu mir, weder mein Vater, weder meine Mutter. Sie möchten keinen Kontakt mehr. Bloß, ich möchte das mal so sagen, im Nachhinein hat das mich so geprägt, dass auch, ich möchte bald sagen, dass ich fast beziehungsunfähig bin. Klar, also das hat mich im Nachhinein in meinem Lebensweg so sehr intensiv geprägt. Völlig klar. Wie alt warst du, als du das verstanden hast, was da passiert ist? Mit 13, als meine Urgroßmutter gestorben ist. Hat sie dir das vorher noch erzählt, die Urgroßmutter, oder wie kam das dazu? Sie hat mir so die Gedächtnislücken, die ich nicht irgendwie, oder was ich damals nicht verstanden habe, hat sie versucht, mir irgendwie noch zu erklären. Aber sie war damals rau knapp an die 90 Jahre alt. Und wie kam es denn dann, dass dir das mit 13 klar war? Wenn die Großmutter es auch nicht so ganz eindeutig erzählt hat. Ja, weil ich immer wieder so ein bisschen hingeschubst wurde. Ich wurde immer von meiner Urgroßmutter, die war nachher überfordert. Wo sollte ich hin? Ja, dann gab es nur noch meine Mutter oder meinen Vater. Und ich bin immer nur so ein bisschen, sagen wir mal so, wie so ein, Also es ist so peu à peu rausgekommen, kann man so sagen? Genau, ja. Jetzt warst du 13 und da ist deine Urgroßmutter gestorben. Genau. Und wo bist du dann hingekommen danach? Ich bin offiziell laut Protokoll oder wie es immer so schön heißt, laut Gerichtsgutachten bin ich zu meiner Mutter gekommen. Aber meine Mutter hatte eben, wie gesagt, andere Interessen und ich konnte ab meinem 13. Lebensjahr sozusagen machen, was ich wollte. Ich bin habe eben viel Scheiße gemacht. Ich bin schwarz Auto gefahren oder Moped gefahren, Motorrad gefahren. Das hat keinen interessiert. Also ja, aber wo hast du gewohnt? Und wer hat dir Essen gekocht? Ja, gewohnt habe ich bei meiner Mutter, aber gekocht hat mir niemand irgendwas. Achso, du hast dann doch wieder bei deiner Mutter gewohnt. Das ist ja auch unglaublich. Wie lange hast du dann noch bei deiner Mutter gewohnt? Bis zu meinem 16. Lebensjahr. Und dann bin ich in ein betreutes Wohnen gegangen. Ja, verstehe. Und dort hat man mir dann eben auch versucht, irgendwie zu helfen. Ja. Wie lange hast du jetzt deine Mutter schon nicht mehr gesehen? 12 Jahre ungefähr. 12 Jahre. Und auch kein, man telefoniert auch nicht. Nichts,
gar nichts. Gar nichts. Sie will keinen Kontakt. Sie will nicht. Ich habe das schon mal nach irgendwie versucht oder so. Wäre es dir ein Anliegen, mit ihr zu sprechen und sie auch konkret zu fragen, warum hast du mir das Leben, nicht nur, warum hast du mich so behandelt, warum hast du mir das Leben nehmen wollen? Ja, genau. Das ist es ja. Ja, und genau das möchte ich. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, aber ich möchte aber auch irgendwie auf meine Fragen irgendwie eine Antwort haben, weil ich muss sagen, im Nachhinein hat mich das so sehr geprägt. Ich habe so viele Ängste und ich bin auch jetzt heute noch, muss ich ehrlich sagen, in psychologischer Betreuung, weil mich, wie gesagt, auch verschiedene Sachen irgendwie wieder aus meiner Vergangenheit einholen irgendwie. Lass mich noch was zu der Vergangenheit fragen. Kreislauf ohne Ende und da kann man sich irgendwie, wenn man es nicht erlebt hat, kann man das nicht verstehen irgendwie, glaube ich. Lass mich nochmal in die Vergangenheit gehen. Genau. Was war denn mit dem Vater? Wo war dein Vater? Tja, mein Vater war irgendwie nur mein Erzeuger. Der lebte auch gar nicht, als seine Mutter dich hat versucht umzubringen, der lebte auch gar nicht da in eurer Wohnung. Doch, der lebte da schon, aber der hat das irgendwie nie interessiert, aber der hat sich so ein bisschen mehr an den Alkohol gewandt als Also an den eigenen Sohn. Keine Hilfe, keine Haltung, gar Null. Nichts. Gar also nichts. Gar nichts. Ja. Nee. Was macht deine Mutter eigentlich heute? Ist sie... Du hast gerade was vom Studium gesagt. Ist sie sogar beruflich erfolgreich? Oder? Ich kann dazu jetzt, was meine Mutter jetzt heutzutage macht, kann ich nicht sagen. Also wirklich nicht. Dein Empfinden, ich habe vorhin die anderen Anrufer, die Anruferinnen auch gefragt, was so das aktuelle Empfinden zu der Mutter ist. Was ist es bei dir? Wie empfindest du für deine Mutter heute? Blanker Hass. Hass und kein Verständnis. Weil ich meine, wenn man ein Kind in die Welt setzt, ich meine, man macht nicht nur Kinder nur aus Spaß an der Freude, da muss man auch, wenn man ein Kind in die Welt setzt, da muss man auch eine gewisse Verantwortung übernehmen können. Nein, weißt du, Heiko, das Erschütternde an deiner Geschichte ist, wenn die dich schon nicht haben wollte damals, was schon schlimm genug ist, dann hätte sie dich schon als Baby zur Adoption freigeben sollen. Aber sie hat dich ermorden wollen. Aber zu DDR-Zeiten, weiß ich nicht, wie das damals war. Das ich war so klein und jetzt im Nachhinein, ich meine, ich bin jetzt 29, aber ich kann mich an die ganze Sache noch erinnern. Und ich muss sagen, das, was meine Mutter mir angetan hat, das ist für mich heute immer noch lebensbringend. Und ich habe heute noch echt Schwierigkeiten, in meinem Leben klarzukommen. So, und da würde ich gerne jetzt, dass du im Anschluss an unser Gespräch jetzt mit meinem Psychologen noch ein bisschen weitersprichst. Denn ich glaube, du hast gerade gesagt, dass du heute immer noch so viele Probleme hast und hast zwar gesagt, dass du in psychologischer Betreuung bist, aber dennoch möchte ich gern, dass du noch mit meinem Psychologen jetzt auch sprichst. Heiko. Okay, Domian. Dann leg du bitte aber auf. Eins hätte ich ganz gerne noch. Ja. Eine Autogrammkarte von dir, bitte. Ja, dann sagst du meinem Psychologen, dem Peter, gleich deine Anschrift und dann kriegst du das. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für dich. Alles Gute für dich. Das wünsche ich dir auch von Herzen, Heiko. Auf Wiederhören. Und ich hoffe, dass du eine wunderbare Mutter hast und dass es dir immer noch besser geht als mir. Ich habe wirklich und allen anderen Zuhörern immer noch. Ich habe Gott sei Dank wirklich eine wunderbare Mutter. Alles Gute für dich. Heiko. Und alles Gute für alle Zuhörer. Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao. Hier ist Heike und Heike ist 33. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Heike. Guten Morgen. Morgen. Reden wir über deine Mutter. Ja, es geht um meine Mutter. Ja. Genau, und zwar ist es halt so, dass meine Mutter mir meinen Sohn wegnimmt. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn wird jetzt im Juli 13. 13? Und deine Mutter versucht dir deinen Sohn wegzunehmen? Ganz genau, warum? Ja, es fing alles an, als ich ausgezogen bin. So, weil meine Mutter, sie ist ja so eine Klammer. Bist du denn alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Ja, und es gibt nur dieses eine Kind. Ja. Noch. es ist halt so. Was heißt noch? Bist du schwanger oder was? Nein, noch nicht. Nein, wir sind am Üben. Achso, es gibt einen Partner. Du hast einen neuen Partner. Ich habe einen neuen Partner seit Oktober 2002, genau. Ja. So, und eigentlich lebt ihr drei zusammen? Dein Sohn, dein neuer Partner und du? Nein, eigentlich nicht. Also, es war wie gesagt so, ich habe bis Dezember 01 bei meiner Mutter noch gelebt mit meinem Sohn. Ach so. Ja, aus finanziellen Gründen war es halt nicht machbar, dass ich auszog, ne? Ja. Und ich war ihr auch ganz, ganz doll dankbar, dass sie halt auf meinen Sohn aufgepasst hat, weil ich halt berufstätig war und meine Ausbildung noch machen konnte und. Also quasi ist der Junge bei ihr auch aufgewachsen? Ja, richtig. Kann man so sagen, du warst arbeiten und sie hat sich um ihn gekümmert? Ja. Also während ich halt arbeiten war und danach habe ich es halt getan. Mhm. Insofern es mir möglich war, weil sie halt auch... nicht viel zugelassen, sage ich mal. Sie hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, komm, ich bade ihn, wenn ich jetzt frei hatte oder so,
Und dann hieß es halt, nee, lass mal, ich mach das sonst auch immer. Also sie ist da sehr, sehr dominant auch gewesen. Also sie hat ja da schon... Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht wirklich getraut, ihr da zu widersprechen. Sie hat ja da das schon so die Sachen aus der Hand genommen. Zum Teil, ja. Und ja. Aber auch wichtiger Satz gerade von dir, ich habe mich auch nicht so getraut zu widersprechen. Genau. Ja, nicht zu sagen, pass mal auf, das ist mein Junge, da kümmere ich mich drum. So, jetzt erzähl mal weiter, warum sie ihn dir jetzt weggenommen hat schon oder wegzunehmen versucht. Ja, also es ist dann halt so gewesen, dass ich im Dezember 01 gesagt habe, ich ziehe aus. Bin dann auch ausgezogen, er ist mit mir gezogen. Das waren so zwei Straßen entfernt. Und dann hat er im Januar mit einem Kumpel von ihm bei uns geschlafen. Und ja, dann hatte irgendwann nachts um 23:30 kam er dann raus aus dem Zimmer und weinte. Ja, und ich meinte halt, ne, dass es vielleicht wieder mit seinem Kopf zusammenhängt, dass er Kopfschmerzen hat, weil er vorher einen Badeunfall hatte. Und dann sage ich, was ist los mit seinem Kopf? Nein, nichts, ich will zur Oma. Ich sage, was willst du bei der Oma? Ich sage, da kannst du jetzt nicht hin, das ist mitten in der Nacht. Ja, dann sollte ich da halt anrufen und hin und her und was ich auch getan habe, natürlich ist keiner dran gegangen. Und ja, ruft Tante Christa an, also meine Schwester. Ja, dann habe ich die halt angerufen und die ist dann halt vorbeigekommen mit seinem Schwager und dadurch, dass er halt so geschrien hat, hat sie dann mitgenommen. Also alles in der Nacht passiert? Alles das, in einer das Nacht. Heißt ja, dass da schon, dass der Junge eine große Sehnsucht zur Oma hatte. Genau, so. Ja. Weil es ist verständlich. So, nun könnte man ja sagen, okay, wenn der Junge bei der Oma wohnen will und leben will, ist ja okay. Ja, wäre es auch, wenn sie es halt nicht verwehren würde, dass ich meinen Sohn sehe. Ach so, also wir halten mal fest, er ist freiwillig zur Oma gegangen. Ja. Er hat die gerne und er fühlt sich da wohl. Ja, in erster Linie war es so. Aber dann geht es weiter, dass du sagst, die Oma verbietet, dass du ihn siehst, deinen eigenen Sohn. Ganz genau, ja. Warum? Ja, also er ist auch warum? Ja, warum, das kann ich halt nicht erklären. Ich denke mal, es geht hier auch nicht um meinen Sohn. Es geht hier, denke ich, in erster Linie um das Geld, was ihr fehlt, seitdem ich ausgezogen bin. Weil es ist klar, ich habe halt bei ihr gewohnt. Aber Moment, stopp. Der Junge kostet doch Geld. Oder unterstützt du sie finanziell, weil der Sohn da wohnt? Nein. Also es ist so gewesen, als ich noch da gewohnt habe, hat sie ja Kostgeld von mir bekommen. Das war zum Teil so die Hälfte von meinem Lohn, ne? Den ich halt bekommen habe. Und das war es ja, was ihr fehlte. So, und das ist jetzt halt so... Aber Moment. Also ich glaube schon, also wenn der Junge schon freiwillig dahin geht, das heißt, dann muss es ja auch gut bei ihr haben. Ja, in gewisser Hinsicht. Nur das ist ja halt das Problem. Aber warum verbietet sie dir denn, ihn zu sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich bis heute nicht. Was vermutest du denn? Ich kann nichts vermuten, ich weiß es nicht. Ja, doch du kennst die Verhältnisse doch. Das glaube ich nicht. Sie ist ja wie so eine Clique. Ja, also sie will alle Kinder am liebsten um sich rum haben. So, jetzt aber eine andere Frage. Will der Sohn dich denn sehen? Ja. Das ist es. Aber sie kann ihn ja nicht einsperren, der ist ja nur 13 oder 14 Jahre alt und bald 14 Jahre und kann doch mal zu dir rüberkommen. Du wohnst ja nicht so weit weg. Jetzt schon, also das heißt, ja, weit auch noch nicht. Also ich wohne ein paar Straßen jetzt noch weiter. Ja, tut er das? Da kann er zu Fuß auch hingehen. Tut er das? Er hat es getan bis zu dem Zeitpunkt, das war im November letztes Jahr, war ein Prozess. Da wollte sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben und dem habe ich natürlich nicht zugestimmt. Und bis zu dem Termin ist er noch regelmäßig mehr oder weniger hier erschienen. Hat mich auch besucht, heimlich natürlich. Und ja, seitdem das so gehandhabt ist vom Gericht, dass das Unterhaltsgeld jetzt bei ihr aufs Konto geht. Ja. Das hat das Gericht gestrichen. Also sie erlaubt es ihm nicht mehr. Aber Moment, stopp. Das Gericht hat das so entschieden. Das Gericht hat entschieden, dem musste ich halt auch zustimmen, dass das Unterhaltsgeld von dem Kindesvater bei ihr aufs Konto geht. So, Heike, jetzt können wir die Sache nicht weiter ergründen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich schlage aber vor, dass wir dich gleich nochmal anrufen, okay? Ja, ist okay. Okay, tschüss. So, tschüss. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir, wie gesagt, nicht im Fernsehen, aber im Radio bei 1 Live. Ich wünsche eine gute Nacht. Tschüss. 2 Uhr, Saarländischer Rundfunk, Nachrichten, Berlin. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen innerhalb der EU den Posten eines Vizekommissionspräsidenten für Wirtschafts-